Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Arena. Ich habe vor, heute ein bisschen mal Scheiße zu bauen, deswegen hier haben wir schon alles ausgesucht. Wir speichern das mal. Und dann will ich mal. Will ich wissen, was jetzt passiert. Die sind jetzt hier eingedrungen, oder? In dem Haus. Wir sind hier jetzt eingebrochen. Oh. Ach, noch eine. Ja, klar, dass Ratten nichts haben. Hier hat auch nichts. So, jetzt sind wir oben. Ah. Okay, der Ork hatte nichts. Das habe aber jetzt sehr interessant. Oh, Gold. 10 Gold und... Okay. Die sind jetzt hier einfach eingebrochen. Sonst gab es jetzt nichts, ne? Hier in der Etage. Ne. Das war's. Boah. Woher kommt der Wolf auf einmal? Digga. Digga. Woher kommt der Wolf? Jo, Level up. Wir haben 4. Dann gehen wir nochmal auf Willenskraft. Jetzt haben wir endlich einen. Und dann packen wir mal hier drauf. Können wir vorher jetzt noch mal speichern? Nee, lieber Scheiße. Wir haben jetzt aber einen Ring. Okay. Dann lass mal wieder runter. Und schnell raus. Ich habe jetzt kein Kopfgeld, oder? Zählen die als Dungeons allesamt auch? Zählt das alles mit als Dungeon hier? Ich kann in jedes Haus hier einbrechen und die Viecher, die drinne sind, ausschalten. Wir haben es jetzt dadurch geschafft, Level 6 zu werden. Experience 11.235, Gold 2.262. Entschuldigung, muss gerade aufstoßen. 2.262. Aber... Okay, wenn wir jetzt hier... Ne, das wollte ich jetzt nicht. You can't camp here. Oh, schade, warum nicht? Hm. Dann suchen wir mal was zum Campen. Vielleicht, wenn das alles auch Dungeons sind, irgendwie, irgendwo... Reißen wir jede Hütte hier ab. Könnte ich hier skillen ohne Ende. Speichern zwar vorher einmal immer kurz, aber... Das ist eine Goldgrube da. Ich sehe schon, wie wir in ein paar Folgen dann Level 2000 auf einmal sind. Weil wir jede Hütte hier abreißen.
Können wir heilen? Wenn wir die Tür finden. Da ist die Tür. Jo. So, du kannst mich heilen, habe ich gehört. Ja, heile mich bitte. 90 Gold, was soll denn der Scheiß? Ich glaube, das hängt auch immer mit unserem Level zusammen. Kann das sein? Umso höher unser Level ist, umso teurer wird das. Geh von aus. So, da ist wieder einer. Dann speichern wir noch einmal. Gibt's, glaube ich. Okay, hier unten gibt's nichts. Im Grunde. Dann ab nach oben. Und schauen wir uns an, was hier gibt's. Auch nichts. Es tut gar nichts. Schade. Und das wieder ein. Achso, ich dachte, der will jetzt was von mir. So, hier ist die Tür. Dann gehen wir hier mal rein. Oh! Wir haben die besiegt. Oh. Er hat paar nützliche Sachen. Rein. Hier gibt es einen Kessel. Eine Wache haben wir jetzt erledigt. Sind wir jetzt gesuchter Mann? Jo. Jetzt sind wir tot. Wir waren vom gesuchten Mann zum toten Mann. War schon interessant. Wir sind hoffentlich immer noch Level 6. Ja, wir sind immer noch Level 6. Die Spinne war aber gerade ekelhaft. Dann lass mal. Hoppla. Hier geht's nicht weiter. Ausgang suchen. Na, da müsste das. Ja, da ist er schon. Und wir haben da Blödsinn überlebt. Ich weiß noch vor ein paar Folgen, da sind wir gegen die Wache ganz schnell down gewesen, kaputt gemacht worden. Jetzt haben wir mal einen überlebt. Wir brauchen aber wieder einen Dungeon. Fangen wir mal Nearest Dungeon da. Genau. That's a bit north east of here. I'm sure of it. Okay. North east, also die Richtung. So, wieder Waffe raus.
Spirit Dungeon. Nee, aber wird auch hier interessant zu sein, was das hier ist. Lass mich raten, ist auf der Insel da? Ja, aber den haben wir wahrscheinlich noch nicht entdeckt gehabt oder gewesen. Und da bestimmt auch noch nicht gewesen. Also, lass mal da hin. Wie das hier auch immer am Sinken ist. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. Nochmal speichern. Dann gehen wir mal rein. So. Nee, hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Kommt mir auf jeden Fall nicht sehr bekannt vor aus. Gold. 34 Gold. Ich habe irgendwas Komisches gehört. Oh, das Ding wird unsichtbar. Okay. Haben wir es besiegt? Keine Ahnung, was das war. Aber hier war irgendwas Unsichtbares. 58 Gold. Ja, dann gehen wir mal hier erstmal entlang. Also auf jeden Fall leicht unsichtbar. Gold. Noch 6. So. Ja, dann können wir hier mal rein. Genau, wir sind von hier so. Dann gehen wir hier rein und dann von hier so rum. Und dann so. Dann gehen wir wieder zurück. Wollt schon das da angreifen. Nice. Wieder Gold, 87 und 62 und Bakatsashi haben wir jetzt. Und nochmal 62 und Plattenkyras. So, dann wollen wir erstmal hier rein und dann da. Also genau, das führt dann in diese Halle, genau. Ich glaube, es war jetzt nur dieser eine unsichtbare Gegner.
Mehr war hier jetzt gar nicht, ne? Schade. Kleines bisschen enttäuscht. Ich habe jetzt mehr Gegner erwartet, aber wir speichern das. Trotzdem mal. Weil wir jetzt dadurch 2.500 Gold haben. Und 14.285 Erfahrungspunkte. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wie viel brauchen wir eigentlich insgesamt an Erfahrungspunkten, und wir haben auch so wenig Leben verloren, wir können auch noch mal gucken, dass wir vielleicht irgendwie noch einen Dungeon oder sowas finden, bevor wir wieder zurück in die Stadt gehen. Vor allem im Osten haben wir, glaube ich, nichts gesucht, oder? Dass man gleich in den Osten geht. Ja, lass mal Richtung Osten, genau. Moinsen! So, nein, ich wollte jetzt nicht Gerüchte, sondern where is the nearest dungeon? Northeast of here. Guck mal, nordöstlich, okay. Nordosten. Finden wir bestimmt gleich ein. Wahrscheinlich wieder aus dieser, so einer Insel oder so da hinten. Vermute. So, gucken wir nochmal auf die Map. Da haben wir einen. Ah ne, den waren wir ja schon. Ah, da haben wir wieder einen. Norden. Dann schwimmen wir mal dahin. Und dann von hier aus brauchen wir nur noch nach Süden zu schwimmen und zu gehen. Dann sind wir auch wieder in der Stadt. Na, wieder so einer. Okay. Hier vorne speichern wir erstmal. Jo. Dann gehen wir rein. So, zeigen wir mal, schauen wir uns mal die Map an. So, genau dieselbe wie vorhin, oder? Aber hier sind eher Goblins oder so in der Richtung. Goblins sind einfache Gegner. Gold. 79, nice. Wer kam hier? Hier kam keiner, okay. Gehen wir hier rein. Skelette werden mir jetzt ein bisschen zu heavy, sage ich jetzt mal. Sind wir jetzt genau? Genau, jetzt hier wieder rum und so, so und dann wieder so und zurück. Gold. 70 Gold. 80 Gold.
Hier werden wir einfach mal reich. Ein Gegner? Okay, wo sind die Gegners? Das war's. Schade. Jetzt bin ich aber gespannt, wie viel haben wir jetzt insgesamt? Fast 3000 Gold. Aber hier haben wir, glaube ich, nichts dazu bekommen. Schade. Wirklich, wirklich schade. Ich frage mich aber auch, wo ist hier von dem allen eigentlich das Maximum? Oder kann ich das endlos in die Höhe machen? Oder ist Maximum wirklich 100? Dann, wenn 100 das Maximum ist, würde ich wirklich versuchen, alles hier auf 100 zu machen. Angefangen mit Stärke und Willenskraft. Danach Intelligenz. Glück würde ich auch auf jeden Fall. Oh, Charisma, sind wir plus 1. Ist auch schon nicht schlecht. Aber wir haben den ja geschafft. Deswegen speichern wir noch einmal. Und ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.